Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3. Natürlich wie immer an meiner Seite der Benny, der sich jetzt seinen tiefsten Albträumen stellen wird, nicht wahr? Ja, leider. Ja, wir mussten jetzt auch gerade nochmal 20 Minuten bis hierher spielen, weil der nämlich hier keinen Speicherpunkt hat und einfach wieder da startet, ganz am Anfang dieser Mission, wo wir dann im Gang waren. Und naja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt, aber egal, jedenfalls mussten wir hier nochmal herspielen. Deshalb sieht unser Menü jetzt vielleicht ein bisschen anders aus, was wir so dabei haben. Benny ist ziemlich am Arsch, mal gucken, wie wir das Ganze hinkriegen. Es wird auf jeden Fall sehr spaßig, aber wir wissen ja jetzt, beziehungsweise du weißt jetzt, was du zu tun hast. Genau. Und wild deswegen, das auch, aber hauptsächlich laufen und auf irgendeine komische Lampe schießen, oder? Auf den Stein ganz hinten, Stein, dann muss ich whatever. Drauf schießen und kaputt schießen. Mach mich stolz, ja. Hey ho, let's go, wa? Auf ein neues. So, ich muss mich mal wieder strategisch. Ah ja, jetzt hat gleich. Ich will nicht. Nein. Wer will das schon? Niemand. Oh, du lebst ja noch. Kenner, jetzt geh weg. Oh nein, nein. What? Oh nein, die können mich noch da hinten angreifen. Oh, super. Damn it. Dacht schon, ich bin tot. Nee. Wobei, es hätte gar nicht sein dürfen. Ja, nächster Versuch. Wie immer. Na, als ich mir das angeguckt habe, die hatten eine Stelle gefunden, wo diese Schattenviecher den nicht angreifen konnten. Und er konnte in Ruhe den Stein zerschießen. Wenn ich diese Stelle nicht finde, muss ich gucken, wie ich das irgendwie schaffe. Na dann, such! Such, Fifi! Natürlich stehst du nochmal auf, das war so klar. Du stehst... Oh nein, komm schon! Oh, Alter! Lass mich! Nein! Nein, ich hab kein Medipit mehr! Nein! Nein! Oh. Dammit! Moment, ich guck mal, vielleicht kann ich dir noch was geben. Medipack technisch. Ich geb dir mal alle meine kleinen. Moment. So, mehr ist nicht. Den mittleren behalte ich. So. Bin ich geizig. Wow. Ich hab keine Lust mehr. Kommt her, ihr kleinen Mistviecher. Ja, Rest jetzt meine steh doch Straße. Nochmal okay, auf. Oder? Wow, du lebst ja noch. Ja, du bist nicht Amara, du bist... Ich hab's geschafft! Ja! Ja, ich hab's geschafft, endlich! Ja! Was ich begonnen habe? Okay, das muss jetzt aufhören, Mann. Nicht bevor wir die Marker stoppen. Der einzige Grund, warum ich noch lebe, ist der, um meinem scheiß Leben einen Sinn zu geben. Was für ein Sinn, du Penner! Boah, ey, was eine Nulpe! Was labert der für eine Scheiße hier? Wo müssen wir hin? Wir müssen da hoch. Da oben. Aber was ist das hier eigentlich? Das ist doch wieder so ein Lager. Was können wir hier machen? Ah! Hui, ho, ha, hi! Nice! Ja. Es war kein Medipack, aber immerhin so ein paar Upgrades-Sachen. Na, das war ja einfach. Da hättest du ja gleich so machen können, oder? Sag mal, erst hier einen auf. Ich höre was. Doch nicht. Mann, ich krieg hier schon ein paar los. Das Spiel macht paranoid. Haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Vor einer Weile haben Sie mich gefragt, ob ich wüsste, warum ich das mache, warum ich zu diesem Scheißplaneten kam. Und? Es gibt einen Preis für das, was ich getan habe, Isaac, und ich werde dafür sorgen, dass er bezahlt wird. Ja, was? 50 Cent oder was? Was für ein Preis? Immer diese Sprüche. So. Schöner Föhn. Moment. Ich hole mir erstmal von meiner Bank noch ein paar die restlichen Medipacks, die ich noch in meinem Safe habe, weil ja gewisse Leute hier mich ausgeräubert haben. Entschuldigung. Außerdem habe ich hier noch ein paar bessere Upgrades bekommen. Die will ich mal ganz kurz... Moment. Schrotflinte.
diese Schrotflinte Missionar zu nennen, ja schon sehr geil. Moment. Schaden. Ach du Scheiße, habe ich viel dabei. Objekt herstellen. Medipack. Ach nee, das kannst du auch. Mhm. Zwei nachladen. Ja, komm, drauf geschissen. So, dann brauche ich meine... Ja, zwei popelige kleine Medipacks, aber besser als gar nichts. Guti. Dann setze ich einfach hier nochmal, weil es geht, einen Sucherbot aus. Okay, jetzt habe ich vier große Medipacks dabei, 2, 4, 6, 7 mittlere und 3 kleine. Okay. Ich hoffe, das reicht. Das sieht gut aus, da bin ich ja. Ich habe ein großes, 2 mittlere und 2 kleine. Naja, aber ich werde ja nicht so beansprucht. So, apropos, wenn ich hier schon mal drin bin, was haben wir denn hier als Missionen? Wir haben noch eine optionale Mission. Diese Kaserne durchsuchen, die Kaserne der 163. Reaper. Whatever that is. Ich guck mal gerade, wo müssen wir denn da hin? Da müssten wir jetzt den Aufzug benutzen und wenn wir die normalen Missionen weitermachen, müssen wir auch in den Aufzug. ja, sollen wir diese kleine Nebenmission noch machen, die Kaserne der Reaper durchsuchen oder... Können wir auch machen. Ja, dann habe ich die jetzt mal reingehauen. So, ja, wir müssen hier rein dann. Oh, der war aber schnell da, der Aufzug. Naja, ich habe ihn ja schon mal gerufen. Ja, jetzt ist doch gut, Partner ist doch drin. Warte auf Partner, sagt er mir. Dödel. Komm schon. Ja toll, jetzt war er schnell da, braucht doppelt so lang, bis er oben ist wahrscheinlich. Da haben wir ja gar nichts von. Ah. Es wird gespeichert, aber nur das Inventar. Gut, jetzt sind wir wieder da, wo wir schon mal und so, ne? Genau, wo wir angefangen haben. Und jetzt müssen wir da hinten hin. Natürlich. Ah, doch nicht. War nur die Tür. Ich dachte schon, da kommt wieder irgendwas. Ja, jetzt müssen wir nämlich da hinten durch die Tür. Zum Zentralgang. Können wir da überhaupt schon rein? In Bearbeitung. Sieht gut aus. Naja, gut ist relativ. Aber waren wir hier nicht auch schon mal durchgegangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Weil hier haben wir schon. Hier haben wir doch alles verätzt. Genau, hier waren wir ja auch schon. Da müssen wir auch wieder hoch. Klasse. Ein Traum. Wieso komme ich hier bitte nicht rein? Ja, ich glaube, wir müssen das Ding erst runterholen. Ja, dann hol's doch runter, mein Gott. Dachte, da wär's schon. So, jetzt aber. Move it. Okay, ja, wir können ja nur hier rein. Nochmal. Toll, hätten wir gleich wahrscheinlich in einem Aufwasch machen können, als wir da drin waren. Egal. So, ja, immer weiter geradeaus. Wenn wir damit fertig sind, dürfen wir wahrscheinlich wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Naja, wir müssen eh noch hier in Biology. Haben wir auch noch... Moment. Da müssen wir auch noch eine von diesen Rosetta-Proben sammeln. Wir müssen okay. Also eh noch mal hier rein, denke ich mal. Es sei denn, es gibt jetzt noch ein anderes Biology-Department. Bla. Keine Ahnung. Das weiß ich jetzt nicht. Ah, jetzt sind wir wieder in der Paläontologie. Ja, da waren wir ja schon. Hatten wir die nicht auch schon benutzt? Ja, eigentlich. Ah, jetzt wird's. Angeber. Oh. Nein! Oh, jetzt geht die Tür. Ach so, das ist das Ding wieder. Mein Gott. Blöde Tür, da kann immer nur einer durch. Oh, da liegt was. Ja, das habe ich mir auch gerade geholt. So, die Talkstange. Wow! Viecher. Fuck! Fuck, 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 fuck,
Fuck you. Wow. Hinter dir, hinter dir. Steh auf, steh auf. Ich weiß, dass du es willst. Boah. Mann, Mann, Mann. Kann so nicht arbeiten. Aber Torx-Stange hatte ich doch hier schon installiert, oder? Ich installiere noch mal eine. Na, eigentlich waren wir da schon drin. Na? Hätte ich gedacht. Kriegen wir noch was. Hallo? Ja, ja, hier waren wir schon drin. Na gut, egal. Kriegen wir halt noch mal was. Soll mir recht sein. Naja, war jetzt nicht gerade der Oberburner. Na, egal. So, wir müssen auf jeden Fall hier durch wieder. Oh, hier ist an der Wand noch was. Alte Metall. Für mich wieder nichts. Na. No. Ich hab Viech. Ach, komm schon, move it. Ach, der vornehme Aufzug. Hm? Der vornehme Aufzug. Ach so. Der genauso lange braucht wie alle anderen. Ja. Okay, ja, hier waren wir ja auch schon. Da waren diese ganz vielen Mistviecher. Wo wir auch irgendwie 20.000 Mal gestorben sind. So, nun müssen wir da runter. Hier waren wir doch schon. Wieso müssen wir hier nochmal hin? Oh, diese ganze Level-Wiederverwertung, ey. Solange nicht nochmal 5000 Viecher kommen. Na, bis jetzt bleibt's ja ruhig. Wir fahren doch hier schon, Mann. Drecksnebenmission. Wer hat eigentlich vorgeschlagen, dass wir die machen sollen? Ich glaube, das war gegenseitig. Aber hier musstest du erst außen aktivieren, oder? Ich weiß gar nicht, waren wir hier hochgefahren oder haben wir den anderen Aufzug genommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah. Das ist neu. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Das ist jetzt neu. Das 163. Ich wette, die hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Wir sollten uns mal umsehen. Ja, das ist neu. Da sind wir jetzt genau richtig. Und natürlich wieder kein Speicherpunkt. Hier, die 163. Einheit. Rest in Peace. Ja, das macht doch Mut. Oder eher Rest in Pieces. Können wir hier schon rein? Nee, hier können wir nicht rein. Oh, da kommen. Textlog liegt hier. Oh, Textlog gefunden. Wollen wir gleich mal einblenden. Bla, 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 bla. Einmal so ein bisschen durchscrollen. Es geht um Schlafplätze. So viel habe ich schon verstanden. Schmarotzer. Hier liegen Köpfe. Möchte ich mal erwähnt haben. Mm. Himmel, hier war jemand im Blutrausch. Überall liegen abgetrennte Köpfe rum. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wenn die Leichen noch hier sind, dann müssen auch die Waffen da sein. Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Ach, ich liebe solche Logik. Ich kann den Kopf nicht kaputt machen. Naja, das wäre ja wieder Gewalt gegen Menschen und dann hätten sie es wieder schneiden müssen. Beziehungsweise ist wahrscheinlich sogar geschnitten oder ich habe keine Ahnung. Ha? Ich glaube, ich habe den Kopf gerade so zermatscht, oder? Ja, den hast du zermatscht. Das habe ich gerade genau gesehen. So, hier ist nochmal eine Anzugstation. Da gucke ich nochmal gerade, ob ich meinen Rig nochmal upgraden kann. Ja. Ich kann kein Medipack mehr aufnehmen. Ja, heul doch. Hä, hab ich das schon? Ja, das sieht aber komisch aus. Da sieht man gar nicht, dass ich die schon habe irgendwie. Alles sehr mysteriös. Okay, ich könnte die Dauer der Stase noch erhöhen. Ja, ich glaube, dann mache ich die Stase erstmal. Ah, verdammt! Okay,
Okay, einmal Stase und einmal Chinese konnte ich upgraden. Ich konnte bei mir bei der Stase nur die Dauer erhöhen. Einmal. So. Soweit so schön. Hey ho, let's geh zurück.